George Bello bestätigt Wechsel, der kommt im Juni dann. Das wird unser neuer Linksverteidiger. Da haben wir ja durchaus Bedarf, weil der gute Ristic nicht ganz so funktioniert, wie wir das haben wollen. Schauen wir da mal, wie es im Sommer aussieht. Aber ist, glaube ich, auch kein schlechter, ne? 23 Jahre, der hat noch enormes Entwicklungspotenzial. Und Arthur nach Brasilien sehe ich überhaupt nicht. Aber wir wollen Christian nicht ausleihen. Wirklich nicht. Jungs, der bleibt bei uns, der kriegt hier genug Einsätze. Der, glaube ich, in der Hinrunde echt ordentlich Einsätze bekommen, ne? John Collins. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Der hat. Okay, 6 Einsätze. 5 Tore. Natürlich hat er durch die Pokalspiele, durch sein Hattrick ein bisschen gepusht, aber. Da kommen auf jeden Fall gerade gegen Ende der Saison, wenn wir jetzt schon mit 20 Punkten wechseln, kommen da auf jeden Fall noch Einsätze für den Bruder dazu. Da muss er nicht wechseln. Ja, Kanute ist wieder weg. Zu Schopja gegangen. Plus minus null. Ungefähr, ne? Ja, 2 Millionen rausgeholt. Okay. Lukas. Zu Gladbach. Hoffen wir mal, dass der sich da macht, ne? Bei uns eigentlich recht ordentlich angefangen. Zweites Jahr war richtig, richtig gut. Dann im dritten Jahr abgebaut, jetzt wieder einigermaßen in Form gewesen. Ja. Mal gucken. Und dafür haben wir uns halt Aiyiti geholt. Naja, also ich würd's Lukas vor allem wünschen, dass der da jetzt in Gladbach ein bisschen Fuß fasst und ein bisschen durchstartet, aber mal schauen. Sion gewinnt 2 zu 0 gegen Aarau. Wichtige Punkte für Sion. Und ja, Aarau und Grasshoppers, das ist, glaube ich, die machen da unten ihr Ding und lassen sich von niemand stören. Und Luzern gewinnt 1 zu 0 gegen Lausanne. Das heißt, ja, Luzern macht es dieses Jahr wieder ordentlich. Also Sion und Lausanne haben sich da ein bisschen schon verabschiedet wieder. Um die internationalen Ränge, aber danach, beziehungsweise davor, ist alles sehr, sehr spannend und eng beieinander, ne? Jetzt müssen nur wir gucken, dass wir jetzt kein Ausrutscher uns leisten gegen Grasshopper, weil das wäre sehr, sehr traurig. Vor allem, weil wir immer noch unsere Ungeschlagen-Serie haben, ne? Seit fast anderthalb Jahren mittlerweile. Ich glaube, November. Ist November, Dezember, ja, Ende März. Ne, Quatsch, was rede ich denn? Ende April. Also, wenn wir die Saison noch einigermaßen ungeschlagen durchkommen, dann sind wir wirklich seit anderthalb Jahren ungeschlagen. Das wäre krass. Und dann ist es echt auch ein Haufen Spiele. Ich glaube, dann im Moment sind wir. Wie viel sind wir mittlerweile? Meist Spiele ohne Niederlage. Bei 46 sind wir gerade, okay. Also da kommen noch ein paar dazu. Wir haben keinen einzigen Verletzten. Oh, das haben wir auch schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr gehabt. Ja, wie gesagt, wir rotieren ein bisschen durch. Willi im Tor ist klar. David Svoboda, der wird. Warte mal, wir dürfen den, wenn wir jetzt wirklich als zweiten Keeper einplanen, dürfen wir den noch nicht hier verfügbar machen, weil sonst kann der teilweise wahrscheinlich nicht mal spielen. Wie nehme ich denn das jetzt raus? Doch einfach fürs nächste Spiel. Ja, Willi im Tor. Dann Morris Mlapa auf den Außen. Will Fish und Cardoso zusammen in der Mitte. Hoffen wir, dass es funktioniert mit den beiden. Cardoso macht es ja ordentlich. Fischer dann halt immer wieder die Spiele zwischendrin, wo er ein bisschen abbaut. Tchouaméni ist eigentlich eine solide 6 da hinten. Shaqiri, der hat sich auch nochmal reingekämpft in die Mannschaft, obwohl er eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben war, ne? Und Janta, der soll mal wieder zeigen, was er kann. Der ist sein Bart abrasiert, ne? Warte. Jetzt ist das Ding drüber. Ja, der hat gedacht, okay, vielleicht läuft's mit einem angemessenen Bart, also es ist angemessen mit einem rasiert, wie nennt man das denn? Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. ja, De La Fuente und Vasic auf den Außen und Aiyiti vorne drin. Christin kommt mit, wenn es gut läuft, kriegt er seine Zeit.
Ontiveros dahinter mit Theo, mit Oberdan, der in einer sehr, sehr guten Form ist. Und Ristić, Lovren Ristić, der sich auch wieder ein bisschen gefangen hat. Ja, Cabral, Calderón, etc., die bekommen ihre Pausen, dass die fit sind fürs Euroleague-Spiel. Hier sind einige nicht fit, aber das hoffen wir mal, dass wir das durch das Spiel ändern können. Oh shit, Digga. Jetzt auf meinen Kopfhörern extrem laut gewesen. So, was sagen wir denen? Ich glaube, komm, die sind auf Platz 10, das müssen wir ihnen nochmal unter die Nase reiben. Wir sind auf Platz 1. Also, wenn das nichts wird, Jungs, dann können wir euch alle direkt auf den Transfermarkt stellen. Tobi Menti macht direkt Attacke mit Konrad. Oh, die haben Bock, guck mal. Da geht's direkt nach vorne, da wird nicht groß abgewartet. Na gut. Oder wir kriegen direkt den Konter, weil wir alle stürmisch nach vorne rennen, aber es ist doch nichts passiert. Spielen sehr eng, ne? Wieder mit 4-1-2-1-2. Raute. Erster Freistoß für die. Asprea. Ups. Ja, bei Willi können wir uns echt, also seit der im Tor ist, was der uns teilweise da für Dinger raushebt, beziehungsweise was der halt uns Sicherheit da hinten gibt, da können wir uns nur bedanken bei dem. Ohne den würden wir wahrscheinlich jedes Spiel mindestens ein Tor mehr bekommen. Ja, und Konrad hat da einfach kurz vergessen, dass der Gegner natürlich auch rennen kann und dass er selber Gas geben muss, sonst wird er halt überholt, ne? Oh Mann, langer Abschluss, das ist einer für uns. Für Serge Mbappé, der sich da ja jetzt wieder ein bisschen zeigen muss in der Rückrunde. Ne? Hatten wir ja gehofft, dass der vielleicht weiterhin so explodiert, wie er gespielt hat. Ayeti, oh schade, erste große Chance. Aber die Saison kommt da noch gar nicht rein. Ne? Kann man ja auch nicht verdenken, der ist 16 oder 17 ist er mittlerweile, glaube ich. Natürlich gibt es auch mal eine Hinrunde, wo es nicht so gut läuft, aber jetzt dürfte es dann mal wieder aufwärts gehen bei dem Jungen. Janda, der muss auch was zeigen und der war. Oh. Schwach geklärt, aber davor hatte ich eigentlich gehofft, dass es zumindest einen Freistoß gibt. Den schenkt aber jetzt Wülfisch her. Okay. Das geht natürlich auch. Und Marxen direkt angeschlagen. Aber der kann auch spielen. Der hält es durch. Ist ein bisschen wenig, was kommt bisher. Da wünsche ich mir natürlich auch, oh, von der zweiten Elf deutlich mehr. Gerade von denen, die eigentlich Kandidaten für die erste Elf sind. Unter anderem Konrad, Ayeti, Zubimendi. Also das gefällt mir noch überhaupt nicht. Ich glaube, da sage ich den Jungs jetzt mal was. Und zwar, dass ich eindeutig mehr fordere. Also zum Glück ist Zürich halt so schlecht, dass sie die Chancen, die sie bekommen, nicht annähernd zu Ende spielen können. Aber dass sie überhaupt die Chancen bekommen, das darf nicht sein. Vasic, komm. Schickt Ayeti. Sehr gut. Muss aber wieder rausspielen auf dem Lapa. Im Rückraum wartet einer. Oder auf Konrad. Ah. Die rechte Ecke war da gut frei. Da hätte der auch durchaus mal drin versenkt werden können. Aber schwacher Fuß und so, ne? Auch bei den Profis. Hat es da doch ein bisschen Aussagekraft. Nächster Angriff über Vasic. Wir müssen wieder hinten rum. Mlapa sehr aktiv da links außen, das gefällt mir. So will ich den Jungs sehen. Oh, gut. Gut durchgespielt, aber die Abschlussposition war dann scheiße. Vielleicht sogar nochmal einen weitergeben. Ja. Janta zeigt mir halt, dass er weiterhin nicht spielen möchte. Auch von Vasic Ayeti. Da müssen wir, glaube ich, die Jungs noch ein bisschen anscheißen. Bin auf jeden Fall unzufrieden. Wir sagen es jetzt mal einzelnen. Ich möchte nichts riskieren, aber deswegen müssen wir hier einmal kurz mahnen. Alle unter 6-8 werden hier einmal angeschissen und zwar. Ne, wir pushen sie, komm. Ihr könnt den Unterschied ausmachen. Immer, merkt euch das, auch wenn die scheiße sind, immer positiv zureden, das funktioniert am besten. Lieber pusht man die Spieler, als dass man sie abfuckt. Und nach dem Spiel kann man immer noch sagen, ihr Jungs, ihr wart scheiße.
Nächstes Mal spielt ihr so nicht mehr. Weil während dem Spiel brauchen die natürlich eine gute Moral. Shaqiri. Aiyeti versucht da zu köpfen, aber hat den Ball nicht mal annähernd gesehen. Wenigstens der Versuch war halt da, ne? Und krass, aber spielen ist echt nicht schlecht. Ich war stark von Fisch. Ich glaube, wir müssen da auch gleich mal agieren. Und vielleicht mal wenigstens einen Tee oder sowas reinbringen. Für Janta. Der hat irgendwie auch. Ich weiß, was mit ihm los ist. Zubimendi. Ah. Wir brauchen halt die Tore jetzt, ne? Zumindest das eine Tor. Meinetwegen gewinnen wir 1-0, komm. Aber hier ein Unentschieden, das wäre Höchststrafe. Für den Trainer. Ja gut, für die Spieler auch, hoffe ich mal. Aber die spielen jetzt auch nicht so unbedingt, als würde es ihnen arg wehtun. Bei Zürich, klar, die kämpfen natürlich auch, die wissen, was es geht. Konrad mit Aiyeti. Boah, da haben wir echt viel Glück, dass die Bälle überhaupt bei uns bleiben, irgendwie, ne? Gut von Fisch. Der hält da den Laden hinten ein bisschen zusammen. Shaqiri jetzt mal Freistoß. Oh, gab es da ein Handspiel? So ein geschenkten Elfmeter nehmen wir natürlich dann halt auch mit, ne? Auch wenn es nicht optimal ist, aber. Gerade in so einem Spiel nimmt man das mit. Gibt Elfmeter, wer schießt den? Würd's gern sehen, Shaqiri oder was? Ja. Oh nein, Bruder! Nein! Xerdan, was ist da los? Was ist da los? Theo kommt auf jeden Fall rein. Wir haben keinen für Rechtsverteidiger, ne? Doch, Konrad. Konrad nach hinten, Rechtsverteidiger, das heißt offensiv kommt Ontiveros rein. Wir bringen sogar auch Oberdan, weil der einfach geile Fernschüsse hat und hoffentlich rutscht da einer durch. Nächster Freistoß ist Shaqiri. Der kommt sehr lang, wird aber geklärt vom Back. Wir gehen hier mal ins Offensive. Basis springt den wieder, Aiyeti. Okay. Irgendwie ist es komisch entstanden, aber es ist scheißegal. Aiyeti macht das Tor zum 1-0, ganz wichtig. Die Dose ist geöffnet. Der Knoten ist geplatzt. Ja, wir führen. Müssen wir gucken, vielleicht. Ah, ich weiß gar nicht, wen wir wechseln können. Theoretisch können wir Ristic sogar ins Mittelfeld bringen. Schauen wir mal. Gut aufgepasst von Oberdan. Basic. Mit Aiyeti zusammen. Und Tiveros geht gut vorbei. Im Rückraum wartet Theo. Theo, Junge, mach ihn. Na gut. Kriegt er mal die Vorlage. Und Aiyeti den Doppelpack, weil Baumann da einfach. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, er hat den Ball in den Händen. Und hat irgendwie so. So seine Tastsinne funktioniert nicht richtig. Und er hat ihn gar nicht in den Händen. Egal. 2-0. Nehmen wir mit. Jetzt können wir auch einen starken Shaqiri rausholen. Und Mihajlo Ristić kommt rein. Und geben wir Krichting noch die Spielzeit. Aiyeti mit dem Doppelpack. Ordentliches Spiel dann zumindest in der zweiten Halbzeit. Passt so. Kriegt Richtung noch die Spielzeit. Das 2-0 natürlich jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass Zürich da überhaupt keine Hoffnung mehr hat, ne? Dass man einfach relativ schnell den Deckel zumacht. Und ja, bei einem 1-0 kann halt immer noch was passieren, so wie hier. Zum Glück haben wir Willi. Naja, jetzt haben wir wenigstens gewechselt. Aber die geben echt nicht auf. Die machen hier, also dafür, dass sie mit 11 Punkten Tabellenletzter sind, machen die hier echt ein ordentliches Spiel. Kann man nichts sagen. Ristic, mal offensiv. Bisschen offensiver als Linksverteidiger. Will er direkt ausnutzen.
Das hätten wir hier wechseln sollen vielleicht. Aber eigentlich müsste Xherdan den machen. Der ist jetzt auch kein schlechter. Vor allem hat er Note 7,4, glaube ich, gehabt, ne? Obwohl er einen Elfmeter verschossen hat. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Vadic nimmt einen Lapa mit. Das ist eigentlich eine gute Idee heute, so wie der spielt. Mit Oberdan. Guck mal, der Seitenwechsel. Konrad wartet ganz drüben. Oh, der kommt sogar durch. Oh, Konrad. Bisschen mehr Geilheit aufs Tor. Direkt zum Tor ziehen, vielleicht direkt den Abschluss suchen und nicht dann nochmal den einen Schritt gehen. Schade, aber das lernt er auch noch. Der ist ja in dem Fall auch noch jung sogar, ne? Also der hat auch noch ein bisschen, eine kleine Lernkurve hat er noch. Ich denke, kommt auch gar nicht ins Spiel, schade. Oh, gut aufgepasst von Theo. Ah, mehr muss er da auch nicht mehr machen. Mehr muss er da nicht machen. Das Spiel ist durch, wir gewinnen 2 zu 0. Ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung. Wie gesagt, Christian Vazic ist leider nicht ins Spiel gekommen. Vazic hat das ganze Spiel nicht reingekommen. Gegen so einen Gegner. Ja. Schade, Mann. Ontiveros gut. Theo gut. Ristic in Ordnung. Oberdan gut. Die ganze Defensive hat es stark gemacht. Und Lapa sehr schön. Das gefällt mir. Aiti durch die zwei Tore natürlich auch gut. Shaqiri stark. Zubimendi war in Ordnung. Und Jantha, Marxen halt. Gut, Marxen war verletzt. Aber Jantha. Von dem Jungen erhoffe ich mir halt einfach mehr. Und da kommt halt einfach zu wenig. Servet gewinnt gegen Young Boys. Oh, können sie da ein kleines Stück absetzen. Und Zürich gewinnt gegen St. Gallen. Dass es hier auch schön eng bleibt, ne? Wäre ja auch langweilig, wenn Zürich da der nächste Verein ist, der da bisschen abgeschlagen hinterherkommt. Da muss natürlich ganz klar St. Gallen erstmal das Spiel verlieren. Und wir sind damit 8 Siege in Serie haben wir. Vielleicht holen wir da auch den nächsten Rekord, aber ich möchte jetzt kein Auge machen, weil ihr wisst, wie es ist. Man redet drüber und dann kommt direkt die Niederlage. Wichtiger ist halt jetzt, ne, dass wir gegen AEK Athen ein sehr, sehr gutes Hinspiel liefern. Wir spielen zuerst zu Hause, ne? Wir spielen zuerst zu Hause, das heißt, vor der heimischen Kulisse die einfach komplett wegballern. Und dann können wir da auswärts, dann kann es uns auswärts egal sein, was da passiert. Beziehungsweise egal soll es uns natürlich nicht sein, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was gewinnen, aber ihr wisst, wie ich meine. Jetzt haben wir hier die, Champions League Spiele sind es, okay. Stimmt, Euroleague ist ja donnerstags. Lazio 2-0 gegen Bayern. Interessant. Und Lyon gewinnt 2-1 gegen Inter. Viele Zuschauer erwartet. Oh. Endlich mal, dass auch Fans ins Stadion kommen, wenn wir tatsächlich mal in einem interessanten europäischen Spiel sind. Nicht, dass da wieder wie letztes Jahr im Halbfinale wir einen Minusrekord aufstellen. Was ich bis heute noch nicht verstanden habe, wie das geht, aber gut. Naja. Zu Hause jetzt 4-0, 5-0. Irgendwie sowas. Und dann im Rückspiel schön die Jugend ranlassen, beziehungsweise die, die nicht so spielen. Das wäre natürlich jetzt der optimale Ausgang von dem Spiel. Und auch am besten das Rückspiel dann auch noch so gewinnen, dass die Jungs halt Bock haben, sich zu zeigen. Und man sieht, wer hier wirklich weiterspielen will oder wer halt im Sommer weg möchte. Liverpool 2-2 gegen Benfica. Benfica hat echt Bock dieses Jahr, ne? Was für eine Gruppe sind die nochmal weitergekommen? Wir waren in so einer Opfergruppe, glaube ich, ne? Ah, ne, gar nicht mal gut. Ja, okay, Leverkusen, Glasnodar, da kann man verstehen, dass man da weiterkommt, aber immerhin vor Real weitergekommen, da kann man nichts sagen. Und Morris ist fit, der wird aber wahrscheinlich eh nicht spielen, ne? Wir müssen mal gucken jetzt. Ich hätte eigentlich Bock. Warte mal, wann haben wir das letzte Mal Dreierkette gespielt? Da war Viererkette, hier war auch Viererkette. Da war auch Viererkette. Warte. Ne, da haben wir Dreierkette gespielt. Komm. Was soll's? Oh, der ist gar nicht registriert für die Euroleague. Na, egal.
Passt schon. Wir gehen rein mit Dreierkette. Let's go. Das heißt Ristic und Widmer. Oh, Widmer ist gesperrt. Fuck. Der Lafuente kann das aber auch hier. Sollen wir richtig aggressiv offensiv reingehen? Da würde ich sogar sagen, wir nehmen Ristic nicht mit, sondern Mutern hier. Wir machen es mal so, komm. Wir machen es mal so. Uiuiui. Lovink ganz klar hinten in der Mitte zusammen mit Mesonero. Und ich würde fast sagen, wir spielen Oberdan in der IV. Ja. So, dann haben wir hier als Balleroberndem. Wo ist er? Levin. Dann hätten wir hier, würde ich sagen, Theo. Und ach, Carlo kann das ja nicht spielen, ne? Da müssen wir die beiden tauschen. Dann spielen wir das so. Und vorne drin dann natürlich Cabral und Ayeti. Wer ist denn der größere von den beiden? Der ist 1,86, der hier ist 1,83. Ja, da macht Ayeti den Knipser, komm. Cabral ist eh so eine Wucht mit 1,86, 86 Kilo. Der ist ein Schrank. Den kann man da vorne als Zielspieler hinstellen. Ach, Calderón haben wir ja auch noch. Aber was machen wir mit dem? Da spielt der statt Suárez. Sorry, Bruder. Dann gibt's für dich doch nur die Bank. Aber Calderón können wir natürlich nicht draußen lassen. So, warte mal kurz. Hier nehmen wir Marxen mit. Der kann IV spielen. Fisch können wir von mir aus. Ne, nehmen wir Ristic und Marxen mit, defensiv. Dann Zubimendi, Carlos. Okay. Und offensiv Ontiveros und. Ah, Shaqiri, weiß ich nicht. Wir nehmen mal Christing mit, komm. Wir sind optimistisch, dass es gut läuft in dem Spiel. Und dementsprechend gehen wir, glaube ich, mal so rein. Theoretisch könnten wir in-game sogar umstellen dann. Konrad kann einigermaßen Rechtsverteidiger spielen. Montern kann, glaube ich, auch ein bisschen. Nö, kann gar nicht Linksverteidiger, egal. Oberdan kann ja 6 spielen. Also theoretisch könnten wir auch im Spiel umstellen. Schauen wir einfach, wie es funktioniert. Haben die irgendjemand Interessantes dabei? Lykoyanis hat. Boah, wo habe ich den mal gesehen? In irgendeinem anderen FM-Let's Play, glaube ich, hatte den mal einer und der war richtig stark. Aber der Rest ist jetzt. Emanuel Insua haben die sogar. Ja, ich glaube, im Normalfall sollten die uns keinen Druck machen. Komm, machen wir einfach unsere Standardansprache. Und hoffen wir, ne, wir hoffen. Wir hoffen, dass die Dreierkette funktioniert. So schlimm, dass wir beten müssen, ist es, glaube ich, nicht. Da reicht Hoffen aus. Plus, wir haben Martin wieder drin, wir haben Arthur drin. Also, die Jungs regeln sowieso. Wir spielen aber erstmal ganz hinten rum, okay. Mit Willi, der kann natürlich Fußball spielen, der will auch ein bisschen den Ball haben. Hat gesagt, Bruder, gib mir mal ein paar Kontakte. Und jetzt mit Montean, der hat. Oh, der hat gute Ideen. 1-0. Was für ein Pass für Arthur. Da habe ich gerade gesagt, wir können ein bisschen entspannt reingehen. Wir haben Arthur wieder dabei. Und da macht er nach 2 Minuten das Tor. Optimaler Start. Besser geht's gar nicht. Würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich jetzt in den ersten 10 Minuten noch das 2-0 hinterher. Das wäre natürlich ein perfekter Start gewesen, aber ich glaube, mit dem 1-0 können wir mal was anfangen zumindest, ne? Auch wenn jetzt wieder ein bisschen aufhören, Fußball zu spielen danach. Martin führt den kurz aus, das hasse ich ja. Und dann kommt halt so ein Abschluss bei raus. Da
Einzige, was halt ist, wir sind halt defensiv ein bisschen offen, ne? Weil wir halt mit zwei Flügelspielern als links und rechts außen spielen. Die halt eher offensiv als defensiv denken, aber bisher funktioniert es anscheinend. Wir müssen uns mal eine gute Formation mit zwei Stürmern überlegen für die neue Saison, wenn wir dann Ayeti und Cabral haben. Außer Cabral geht natürlich. Wie ist das mit Konrad? Ayeti, Santi liegt da immer noch verletzt rum, aber Konrad interessiert es nicht. Er spielt weiter, chippt den rein, Cabral, oh. Hat er nicht schlecht genommen, ne? Den nimmt nicht jeder so mit dem Kopf. Aber bisher die erste halbe Stunde, glaube ich, können wir festhalten. AEK komplett ohne Spielanteile. Also im Prinzip Ball erobern, Ball verlieren, das ist denen ihr Spiel, Leute. Und Ayeti macht 2-0 nach einem klasse Pass von Calderon. So habe ich mir das vorgestellt. Und dass beide Stürmer zusammentreffen, wunderbar. Dafür haben wir Ayeti auch geholt. Guck mal, wie der Ball läuft. Das ist wie eine Trainingsübung. Cabral legt einmal vor, Ayeti dann im Abschluss gut. Torwart steht natürlich noch im Tor, auch im Training. Aber das ist wie als würden wir mit Stangen spielen. Oh, okay, Willi wird auch nochmal geprüft. Aber der ist natürlich, auch wenn nach 40 Minuten der erste Schuss aufs Tor kommt, der ist natürlich warm und bereit. Mental ein ganz, ganz großer, ne? Und jetzt ist Athen ein bisschen aufgewacht, wie es aussieht. Aber der Freistoß war nicht annähernd so gefährlich wie der erste. Von daher, die Schüsse können sie gerne nehmen. Auch nur durch zwei Standards bisher zu den Schüssen gekommen, ne? Von daher. Komm. Alles gut. Schöne erste Halbzeit. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin zufrieden, Jungs. Bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht auf die Viererkette zurückgehen. Weil wir jetzt genau das Ergebnis haben, was wir haben wollen. Aber ich glaube, da brennt auch so oder so nichts an. Oh, da war aber eine Hand im Gesicht, der Schiedsrichter. Da hätte ich mal gern die rote Karte für die Tätigkeit. Ja, Athen jetzt immer ja, ein bisschen mehr Spielanteile, ne? Als die erste halbe Stunde. Und was ist das für ein Einwurf? Bruder, wer war das? Modern? Also so behindert kann es ja gar nicht sein, dass du so einen Einwurf machst. Naja, wenigstens eine gute Flanke für Ayeti, der kann ihn aber nicht aufs Tor bringen. Dafür, dass er 2 Meter vom Tor stand, hätte durchaus mal drauf kommen können. Naja, gut. Bei Theo läuft es dann nicht ganz so. Naja, muss man aber ehrlicherweise sagen, ich glaube, den können wir drauf lassen. Der nimmt einfach die Erfahrung jetzt mit aus dem Spiel. Wir bringen dafür mal Carlos statt Calderon. Wir müssen immer dran denken, wir haben jetzt nur 3 Wechsel, ne? Keine 5. Gegebenenfalls De La Fuente raus. Und Marx ein bisschen offensiver oder Ontiveros. Bringen wir Ontiveros rein. Und den letzten Wechsel. Ich hätte eigentlich sogar Bock. Komm. Ich hätte Bock, dass wir Christian bringen. Warum auch nicht? Kommt für Cabral als Zielspieler vorne rein. Mit seinen 1,96. Hier 1,98. Wunderbar. Also einen besseren Zielspieler findest du ja, glaube ich, nirgendwo. Der holt dir da jeden Ball. Und Sergeant Steve, ich danke dir für dein Follow, mein Lieber. So, und hier wäre das jetzt nochmal das 3-0. Das wäre natürlich optimal, dass wir da bisschen Ruhe haben im Rückspiel. Also 2-0 ist natürlich eine gute Ausgangslage, aber man darf nicht vergessen, auch wenn Athen deutlich schlechter ist, wir spielen halt auswärts danach. Also da hätte ich gern schon einen kleinen, vielleicht
Was heißt ein kleinen, ein bisschen größeren Puffer? Wird mir da besser gefallen, dass wir auch ein bisschen rotieren können. Wir haben immer noch die Dreifachbelastung, da ist natürlich jede Pause für unsere Stammspieler wichtig. Naja, Montean, komm Junge. Ah, wusste dann nicht wohin mit dem Ball, hat sich halt einfach mal reingeschlagen. Ja, gezielte Flanken sind mir da deutlich lieber. Aber die Mannschaft hat sich wohl mit dem 2 zu 0 jetzt zufrieden gegeben. Athen aber noch nicht. Die wollen ja nochmal das 2-1 und da ist eine dicke Lücke. Aber wir haben Willi. Wir haben Willi hinten drin. Und der lässt kein Tor zu. Man könnte denken, sein ganzes Gehalt wird nur über die ohne Gegentorprämie ausgezahlt. So wie der da manchmal Dinge rausholt. Der hat lange gebraucht, ne? Bis der es bei uns mal den Durchbruch geschafft hat. Aber er hat es dann. Muss auch zwischendurch mal wieder auf die Bank, weil er einfach so katastrophal war. Aber mit dem Alter kommt die Reife, sagt man ja so schön. So war es auch bei Willi. Und der ist halt trotzdem noch in seinen Anfang 20er. Na gut, wir haben hier 2-0 immerhin gewonnen. Das heißt, wir können. Ja, bisschen entspannter ins Rückspiel gehen, zumindest. Aiti, starkes Spiel, Christing war in Ordnung. Theo, schade. Schade. Vielleicht fühlt er sich auf der 10 nicht ganz so wohl, vielleicht muss er doch einen Tick weiter hinten spielen. Suarez auch nicht gut reingekommen, Isos dafür stark, Montean sehr stark. Ganze Defensive war stark. Und Cabral, Calderón sowieso, zu dem muss ich eh nichts mehr sagen. Konrad hat es auch ordentlich gemacht, alles in allem. Kann man sogar fast sehr zufrieden sein, ne? Na gut, vielleicht. Ja, doch. Wenn man es jetzt nicht übertreiben will, können wir sagen, wir sind sehr zufrieden. Sevilla mit einem 5 zu 3 gegen Kiew. Boah, da ging es aber auch ab. Warte mal, da stand's 1-0, 1-1, 1-2, 2-2. Und dann ging es ab. Dann stand es 2-5 und dann. Gut. Young Boys verlieren gegen Celtic. Ja, ist natürlich klar. Young Boys international sind einfach Schmutz. Zum Glück hat die Schweiz da Basel, beziehungsweise zum Glück haben die uns als Trainer in Basel, dass wir wenigstens mal für die 5-Jahres-Wertung ein bisschen was machen. Leverkusen 1-1, Ajax gewinnt 5-2 gegen Braga. Und gut, Lille souverän 4-0. Das Vitesse, dass die international spielen. Die sind doch jetzt die letzten Jahre, also jetzt in echt, sind die doch in der Eredivisie ganz schön abgerutscht, oder? Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Besprechung mit Führungsspielern. Wegen was denn? Wegen Janta. Der stinkert da wieder ein bisschen rum. Oh, Lovink und Isos beide gesperrt. Zum Glück war es jetzt das Rückspiel. Da fehlen die nicht allzu arg. Wann ist denn das? Ist das direkt nächste Woche schon wieder? Junge, wir haben das Hinspiel 2-0 gewonnen. Entspann dich doch bitte. Okay, wir spielen direkt die Woche danach wieder. Das heißt, gegen FC Zürich können wir sogar mehr oder weniger Top 11 spielen. Und dann gegen Athen. Ich würde sagen, wir spielen beides wieder in Viererkette. Ich möchte mir die Dreierkette weiterhin ein bisschen dazu aufheben, dass wir Spieler, dass wir Gegner ein bisschen überraschen können. Oder halt, wenn wir jetzt halt eine Reihe von schwächeren Gegnern hintereinander haben, da funktioniert die Dreierkette eigentlich auch immer ganz gut. Weil du halt nach vorne extrem viel Power hast. Hubert geht zu Benevento, das ist gut. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich glaube, wir spielen mit Cabral jetzt in der Liga und lassen Aiete dann in der Euroleague ran. Ich weiß gar nicht, ob Aiete kann, glaube ich, sogar auch theoretisch auf den Außen spielen. Aber ich habe ihn dann doch lieber als Stürmer. Aarau verliert jetzt nächstes Spiel gegen Servette. Also Aarau ist halt einfach Instant Win gefühlt. Na gut, krass aber auch. Luzern 2-2 gegen Sion. Ah, es tut denen ein bisschen weh. Also, Servet kann sich da jetzt ein bisschen vorne wegschieben. Zumindest auf Platz 2. Uns holen die eh nicht mehr ein, aber das war uns ja schon seit, ich glaube, seit Oktober haben wir, glaube ich, sogar eine 13-Punkte-Führung, ne? Also, wir sind schon sehr, sehr lange, sehr weit weg.
Da ist halt einfach der Saisonstart optimal gelaufen, weil die sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Wir haben es endlich mal geschafft, einen Saisonstart hinzulegen, wo wir einigermaßen alle Spiele gewinnen. Und dann brennt da halt auch im Normalfall nichts mehr an über die Saison, beziehungsweise der Vorsprung weitet sich sogar noch aus. Da haben wir die alljährlichen Silber-Mitmach-Angebote. Kommen diesmal von Shanghai. Und ich glaube, bei dem Angebot müssen wir nicht mal drüber nachdenken. Das können wir einfach direkt ablehnen. Markson mal wieder fit. Vielleicht lassen wir ihn auch spielen, wobei Wittmann hat jetzt auch die letzten Spiele nicht gespielt. Wir schauen mal rein. So, rechts hinten wird trotzdem jetzt Wittmann spielen, würde ich mal sagen. Links hinten auch Ristic, der jetzt auch nicht gespielt hat. In der IV ganz klar Lovink mit. Ja, komm, spielen wir Lovink und Mesonero zusammen. Die sind da ein top eingespieltes Duo. Auch wenn wir gegen Zürich jetzt vielleicht nicht 100% ernst spielen müssen, dürfen die jetzt trotzdem ran. Levin Issos, den würde ich gerne fürs Rückspiel auf jeden Fall nochmal schonen, der ist eigentlich wichtig. Da von mir aus Tubimendi ran. Und Calderon will ich auch nochmal schonen. Lassen wir Carlo von Anfang an ran, der ja auch eigentlich immer konstant gut gespielt hat. Bis zu seiner einen Verletzung, glaube ich. Und danach hat er halt immer ein bisschen. Bisschen inkonstant. Aber das kommt schon wieder mit der Zeit. Ayeti lassen wir vorne drin. Dafür links Muntean haben wir gesagt. Plus rechts beginnt auch Tiveros, komm. De La Fuente mit auf die Bank. Zusammen mit. Nehmen wir Cabral mit. Nehmen wir Cabral zur Sicherheit mit. Hier Issos und Shaqiri. Cardoso defensiv mit Markson. Ich glaube, so passt es. Also Swoboda können wir hier wieder reinnehmen. Ja, Theo tut mir ein bisschen leid, dass er jetzt so ein Spiel hatte, aber als Trainer muss man natürlich auch ein bisschen auf die Leistung gucken, kann nicht einfach nur einen Spieler spielen lassen, weil man ihn mag. Deswegen wird er jetzt mal heute auf der Tribüne Platz nehmen. Und dann ist es die Aufstellung fürs Zürich-Spiel. Fünf Änderungen. Bisschen auch aufgrund dessen, dass wir jetzt halt ein bisschen durchrotieren im Rückspiel. Deswegen kann der ein oder andere nochmal spielen. Wir setzen einfach den guten Lauf fort, komm. Albion da vorne drin. Nochmal mit dem Tor hoffentlich. Und wir haben die, warum auch immer, blaue Linien. So viel hat es tatsächlich nicht geschneit. Und vor allem werden blaue Linien, glaube ich, bei Schnee auch nicht ganz optimal. Aber gut, das muss ja Zürich wissen, das geht uns ja nichts an. Ne? Immerhin ein Torschuss mal in den ersten 7 Minuten. Ah, da kommt der nächste dazu. So, Ristic, wird mal Zeit, dass der wieder in seine Topform kommt aus den letzten Jahren, aber irgendwie, ich glaube, bei dem ist jetzt erstmal vorbei. Suarez. Schade. Die Idee war gut, der Ball kam aber nicht perfekt. Ontiveros, das ist einer Verbrecher. Oh nein, Silber und Bruder. Was für eine Verletzung. Leiste. Ich hab's Gefühl, es ist was Schlimmeres und es wäre überhaupt nicht geil. Zürich ist immer blau. Also ich denke mal, du wolltest blau schreiben. Okay, gut, das kann sein. Wusste ich gar nicht, dass das geht. In Deutschland wäre sowas safe verboten, oder? Oh, der rutscht durch auf Ayeti, Bruder. Das ganze Tor war leer. Also den Ball kann man ja eigentlich gar nicht treffen. Ach so, lol, Nebel. Ah, okay. Okay, ja, das ist was anderes. Oh, jetzt vielleicht mal. GT. Bruder.
Können wir bitte Lurwink und Ristich sich so abstimmen, dass nicht der Innenverteidiger auf links außen rausläuft? Also, freut mich ja, dass er so aktiv ist, ne? Aber bisschen an die Position halten wäre vielleicht ganz geil. Und Tiveros kommt nächste Chance auf eine Flanke. Flach rein, Suarez. Ja, die letzten Dinger kommen nicht so richtig an. Oh, Mut. Das ist das, was ich meine. Die machen ein gutes Spiel und danach ist wieder komplett tot, als hätten die noch nie Fußball gespielt. Unsere Flügelspieler sind so fucking inkonstant. Wenn wir sogar nur einen hätten, der konstant ist, das würde mir ja schon reichen. Selbst wenn er nicht mal konstant gut, sondern konstant ordentlich spielt, das wäre ja auch schon okay. Aber immer dieses, da mal zwei Tore, dann im nächsten Spiel eine 6,3, das ist halt Bullshit. Und Ayeti bringt solche Bälle nicht mal aufs Tor, ist halt auch Bullshit. Ja, sehr dominant, aber halt kein Tor. Schwierig. Dominant ist gut, aber ohne Tor ist schlecht. Montean leider mit dem schwachen Spiel, Suarez auch nicht gut. Dahinter ist okay. Oh, Marxen auch mit einem ganz schlechten Spiel. Der hat sich wohl nicht richtig aufgewärmt, als er reingekommen ist. Bin alles andere als zufrieden. Das muss aber als Motivation jetzt ausreichen. Ich glaube, wir müssen Suarez und Montean jetzt rausholen. Das ist gerade leider nicht tragbar. Shaqiri darf jetzt die neue Schaltzentrale hier sein. Im offensiven Mittelfeld. Und Montean, ah, Digga. Es tut mir immer weh, Spieler dann wieder so wegen sowas rausholen zu müssen, ne? Aber was soll ich machen? Wir müssen das Spiel halt auch gewinnen. Wenn wir jetzt 1-0 führen, vielleicht, dann würde ich ihn auch drin lassen. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber. Ja, ich weiß nicht. Weil 0-0 ist halt schwierig. Robert, dann komm, du hast auch manchmal gute Ideen. Das ist ein schöner Pass, Konrad. Der ist frisch. Ah, Pass kommt nicht ab. Siebenmal, Abschluss auch nicht. Schwierig. Colorado, starkes Tackling von Mesonero. So möchten wir es sehen. Colorado pinkt den. Hackman. Hackman, keine Ahnung. Ja, mit der nächsten Chance. Ich glaube, wir machen es anders. Wir machen das Ganze anders. Wir stellen um auf den Doppelsturm. Mit Shaqiri als zurückgezogener Spielmacher. Und hier noch mit dem Zielspieler drin. Und bringt Cabral vorne rein. Gegebenenfalls dann Isos nochmal für Oberdan. Aber dass wir offensiv jetzt nochmal ein bisschen besser dastehen. Shaqiri Freistoßtor will ich auch mitnehmen. Ah, das ist nix. Schade. Ja, wir bringen Levin Isos nochmal für Oberdan. Warte kurz. Wir haben 3. Wir haben noch 4 Wechsel erst gemacht, da bin ich gerade dumm. Okay. Da müssen wir es anders machen. Wir gehen hier auf Offensiver. Tempo machen wir ein bisschen höher, auf Flanken früher schlagen. Wir kontern. Dauert bitte weiter Abwürfe. Und hier lassen wir aber mal alles. Komm schon, Jungs. Ich möchte den nächsten Sieg haben. Shaqiri. Ja, die Bälle sind halt gar nichts. Also der Ball wäre halt so oder so nicht angekommen. Nicht mal, wenn er dann nicht aus dem Abseits gekommen wäre. Und Marxen gewinnt. Aber Marxen auch. Katastrophales Spiel leider.
Bringt den sogar aus dem Winkel nochmal ganz ordentlich aufs Tor, ne? Aber zum Glück ist Willi da. Oh Mann, oh nein. Oh, Digga, ich dachte gerade Elfmeter. Jungs, was spielen wir hier? Also geil gelöst am Ende, aber. Puh. Riskant auch gespielt, ne? Das kann man auch sicherer rausspielen. Okay, wir müssen es anders machen. Wir gehen full offensiv. Ich möchte den Sieg haben. Was für eine Aufstellung, ne? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob es zu offensiv ist, aber scheiß drauf. Ich möchte Passspiel nicht. Ich möchte trotzdem keine langen Bälle spielen. Aber lange Abschläge können wir immerhin reinmachen. Und vielleicht hier ganz hochschieben. Mit Abseitsfalle, komm. Jetzt wird's asozial. Ich hoffe mit einem guten Ende. Na gut, bringt nix. Ein Freistoß für Zürich bringt's. Also ich weiß, was Willi da versucht hat, aber den Ball hätte er auf jeden Fall so nicht gehalten. Shaqiri, komm, guter Freistoß. Schallenberg klärt den. Lovin, komm. Komischer Ball. Wobei, dann bring den nochmal. Bruder, hä? Seid ihr besoffen, Digga? Was spielt ihr für Fußball gerade? Ja, nein, abgefälscht. Ah. Ah, war einer im Abseits, schade. Okay, komm, eine Chance haben wir anscheinend nochmal. Ristic, komm, jetzt geht's nach vorne, aber. Mit Oberdan. Ayeti. Boah, wir bleiben am Ball. Ja, Konrad holt immer in die Ecke raus, aber da sind wir halt meistens nicht so gefährlich. Ristic. Ne, wird auch geklärt. Aber geht nochmal weiter, okay. Ja, gut. Also mit so Seitenwechsel kannst du es dann auch vergessen, das Spiel, glaube ich. Was ist das denn? Komm schon. Jungs, Tempo. Wir müssen nach vorne. Ja, gut. Wobei dann versucht es, aber kriegt es nicht hin. Okay. Es ist einfach grauenhafter Fußball gerade, was wir spielen. Das tut mir fast schon leid für euch, dass ihr euch das angucken müsst. Ristic, komm, jetzt bring ihn nochmal rein. Ja, und na. Oh, Jungs, schließt doch einfach mal aus einer guten Position ab und nicht hier dieses Klein-Klein und nichts kommt bei rum. Ein Freistoß kriegen wir anscheinend nochmal. Schade. Schade, schade. Dann ist unsere Siegesserie auch wieder vorbei. Mit einem, na, unnötigen Unentschieden, würde ich sagen. Also das eine Tor hätte man hier durchaus mal machen können. Schade. Dann gibt es halt das 0-0. Ayeti Arthur war leider zu wenig. Shaqiri auch. Also im Prinzip, wir halten einfach fest, offensiv war zu wenig. Das können wir besser. Suarez war halt Schmutz. Montern leider auch. Zubimendi auch nicht so wirklich. Defensiv waren wir in Ordnung, aber es bringt uns halt nichts, ne? Marxen auch überhaupt nicht gut reingekommen. Vielleicht hätten wir Widmer gebraucht. Vielleicht war es auch so eine heftige Verletzung, dass das Team im Kopf nicht mehr frei war und nicht mehr in der Lage war, guten Fußball zu spielen. Aber das glaube ich nicht. Als Belohnung dürft ihr alle zum Training kommen morgen. Sonntagmorgens, ein schönes Training, tut niemand weh. St. Gallen gegen Lausanne, 0-0, okay. Und Young Boys gewinnen gegen Zürich. Das ist halt auch wie bei Aarau, einfach ein vorprogrammierter Sieg, da musst du eigentlich gar nicht hinfahren. Da könnt ihr auch einfach sagen: Hier, Jungs, wir geben euch die 3 Punkte so. Dafür verhandeln wir einfach kurz. 3-0 ist uns zu hoch. Wir machen 2-0, 2-1, damit ist jeder zufrieden. Und dann kriegt ihr die 3 Punkte.